Is it you or is it you? Liebe Teams, ich darf um Startaufstellung bitten. Ich darf erstmal um Startaufstellung bitten und das bitte woanders als wie vor der historischen Kulisse des Ratskellers. Wie könnte es anders sein, als dass wir auch in diesem Jahr wieder hier Historie walten lassen, Brauchtum walten lassen. Wer es von den alten Schneidern noch nicht weiß, das heißt also von den Immis, das war die Tür des Ratskellers und hier oben auf dieser Treppe fand dann nach Kirmessonntag die Siegerehrung statt. So viel aber erstmal dazu. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Teams. Das Team Nummer 1, Schneeflittchen und die Schlafmütze. Das sind Nadja Schulter und Jürgen Sturi. Obwohl, ich glaube, da hat ein Rollentausch stattgefunden. Ja. Das zweite Team, Teppi Schiff, Bianca Schreiber und Heike Lehmann. Jo. Ich glaube, ich lese es richtig. Das dritte Team ist der Dumpsbär mit dem Jäger. Wie heißt das hier? Fünf. Ah, Moment, da war ein Schreibfehler der Sekretärin drin. Ja, jetzt haben wir ihn auch. Ein Kreis äußerst wieder noch so kleine Üsse stehen. Gut, also der Fünfbär, das sind Jan Philipp Graf und Sven Schreiber. So, dann kommen wir zum Team Nummer 5. Entschuldigung, Team Nummer 4. Das ist Hatschi Pimper. Das ist Andi Herter und Aki Schmitz. Besser bekannt nur am Aki. Der heißt mit Nachnamen Schmitz. Können wir auch hier. So, gehen wir zum Team 5. Das Eros Center Bottrop. Auch hier sind wir bereits schon in den Scheurener Rängen, die uns dieses Jahr stark unterstützen. Schon mal vielen Dank an dich, Horst Reinsdorfer, du hast dich selbst unter Volk angenommen. Schönen Dank, dass ihr hier unten seid. Nun sucht keine Fehler. Es geht weiter mit der Nummer 6, das ist die Stubi-Rennkiste. Andreas Funke und Michael Bergen. Ja, also hier laufen zwei Brüder zusammen, auch wenn die Mutter da irgendwas vergessen hat, aber das stimmt der Preisschreier. Wir kommen zum Team Nummer 7, das ist der Sauerstall. Das ist der Sauerstall und Elia. Ja!
nur nicht neidisch werden. Ich werde den Bärsch runter, jetzt bringt er den Buch. Ja, ne? Das ist nämlich das Viertelteam. André, Merz und König Lippmann. Und Zuschauer, ich zähle rückwärts. 3, 2, 1, Ja, komm, 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 komm